Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass man gewisse Sachen hier nicht aus dem Shop holen kann, wenn man nicht im richtigen Dorf ist? Ich meine, hier gibt es nicht mal einen Hinweis drauf, wenn man hier unten klickt, dass man hier im Dunkeldorf sein muss, also Dunkeldorf, ich nenne das immer Dunkeldorf, im Nachtdorf sein muss, um sich die Szenerie anzuschauen, die es im Moment im Shop gibt. Ich finde die Szenerie gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen, obwohl ich das Nachtdorf überhaupt nicht mag. Aber das Design ist in jedem Fall gelungen. Ich denke mal, es gibt auch noch eine zweite Stage, wenn man denn einen Account hat, der auch schon die zweite Stage betreten kann. Dieser Account hier leider nicht. Aber Leute, was ist eigentlich passiert? Außer den guten Paketen hier, was ist eigentlich passiert? So einfach ist es denn doch nicht. Hier zwischen der CWL und noch einem Clankrieg hin und her zu hüppen, beziehungsweise erstmal was zu finden. Das war nämlich gar nicht mal so einfach. Situation war, im Clan Deutschland im Clan Herausforderer und im Clan Free-to-Play hat die Liga begonnen. 48 Stunden später kannst du einen normalen Clankrieg woanders zusätzlich spielen, um natürlich die schönen vielen Erze zu bekommen. Aber Leute, es hat jetzt, ich glaube, wie lange haben wir gesucht? 24 Stunden gedauert, bevor wir überhaupt einen Gegner gefunden haben. Also wir haben einfach die Suche laufen lassen. Es ist auch gar keiner mehr im Clan. Ihr seht das hier, vier Leutchen, alle weg. Wir müssen jetzt erstmal Bescheid sagen, dass wir im CK sind. Und also neben der Liga. Aber es hat exakt einen Tag lang gedauert, bevor wir hier Gegner gefunden haben. Die Clanbogen waren binnen Sekunden gefüllt, weil alle hatten schon irgendwie Clanbogentruppen fertig gehabt, weil natürlich jetzt das große Hin- und Hergespringe losgeht. Also wie gesagt, Leute, so einfach ist es nicht, wie man sich das vorstellt. Ihr könnt nicht davon ausgehen, dass andere Clans genauso agieren wie euer Clan, dass ihr euch zusammentut. Also das ist jetzt ein bunter Truppenmix hier aus Herausforderer, aus Leuten von Free-to-Play und noch von auswärts. Ich hatte ja noch dazu aufgerufen über die Discords oder in den Livestreams, sodass wir auch Leute von außerhalb drin haben. Das Ganze kam sicherlich auch etwas kurzfristig. Für den einen oder anderen kam auch die Liga etwas kurzfristig, weil sie halt direkt auf den Neujahrstag begann. Und dementsprechend haben einige verpasst zu wechseln, beziehungsweise ich hatte dann auch zum Spiel eingeladen zum Wechseln. Wir suchen eigentlich erst immer am zweiten Tag. Wir haben aber beim Herausforderer schon gleich am ersten Tag gesucht und auch bei Free-to-Play. Das heißt, der ein oder andere blieb leider auf der Strecke. Das tut mir natürlich sehr, sehr leid. Das machen wir nächstes Mal besser. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass wir, wenn wir hier Liga spielen, zwei Tage später im Clan Deutschland Add einen 30er, 40er, 50er spielen, je nachdem, wer Lust hat, hier mit rein zu joinen. Also ab Rathaus Level, wir haben es jetzt gesagt, ab 12. Eigentlich wollten wir ab 13 nehmen, aber wir haben jetzt 12er mit reingenommen. Und ich geb aber keine Garantie darauf, dass jeder hier einen Platz bekommt, weil ihr seht, wir sind jetzt schon mit einigen Ausnahmen hier ganz gut befüllt mit 40. Und naja, so geht's. So kann man es zumindest in der Liga machen. Wir gehen mal rein in die laufende Liga hier beim Clan Herausforderer. In den anderen Clans zeige ich euch dann auch zu gegebener Zeit etwas, beziehungsweise wie es da ligamäßig so aussieht. Ist ja immer eine spannende Frage. Wie sieht's aus? Ich glaube, Toto wäre dagegen. Ja, okay. Da stellt sich mal wieder die Frage, rushen oder nicht rushen. Ich bin da auch in einem neuen Projekt und ich bin schon wieder gedreiert worden. Ja, ich bin auch schon wieder gedreiert worden. Obwohl ich gestern schon gedreiert wurde, habe ich mir gedacht, ich hole mir mal eine neue Base. So richtig eine heftige Warbase, aber irgendwie hat es keinen Zweck. Und wir gucken mal rein, wie mich der Gegner gedreiert hat. Also die Base braucht er nicht mehr nehmen, Leute. Die ist jetzt dreimal gedreiert worden. Und also es ist auf jeden Fall Zeit zum Wechseln. Und mit Drachen. Okay, ist schon das zweite Mal im Moment, glaube ich, machen einen großen Unterschied die Helden hier. Das ist noch Original-Equipment. Das auch. Und da auch. Also ist tatsächlich noch nichts genutzt von den neuen epischen Fähigkeiten. Aber kommt hier mit einer Blimp auch noch durch. Das Doofe ist, ich habe extra meine Base noch umgestellt gehabt vor ein, zwei Wochen oder so, weil die meisten kamen von hier rein mit der Blimp, also von hier über die Lager. Und ich hatte hier, genau hier irgendwo, meine Nado, also die Tornado-Falle liegen, damit das eben nicht passiert. Jetzt kommt mal einer von da. Naja, okay. Ist sehr leidig. Base-Building ist ja eh nicht mein Thema.
Aber Base modifizieren kann ich wenigstens. Und mal sehen, wie der Gegner das hier gemacht hat. Also ich habe jetzt schon lange keine Blimp mehr genommen. Auf Rathaus Level 16 ist es ja. Habe ich schon ewig nicht mehr genommen. Und der ist aber auch noch gar nicht so weit. 90, 93, 44. Da geht auf jeden Fall noch was. Ohne Trank. Einige nutzen natürlich auch mal einen Trank. Ganz gerne. Und wo geht der denn eigentlich jetzt hin hier? Der Eisgolem. Worauf ist der gegangen? Der steht ja nun auf Luft und der Eisgolem geht eigentlich auf Bodentruppen. Oder steht der doch? Der steht auf Luft, ne? Merkwürdig, dass er einfach so in die Richtung gegangen ist. Ne? Oder zählt Euli als Bodentruppe? Oder fliegt Euli einfach zu tief? Kann sein. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, warum der Eisgolem jetzt ausgerechnet auf den Borden ging, obwohl der auf Luft steht. Obwohl der Eisgolem nicht auf Lufttruppen eigentlich reagiert. Und dann steht da echt schon nicht mehr viel von der Base. Ich sehe es jetzt gerade. Ne? Da steht echt nicht mehr viel von der Base. Hat noch nicht mal die Nötigung gehabt, den Giftzauber zu nehmen, weil er ja meine Clanburg so ziemlich zerstört hat. Aber okay. Zu einfach, Leute. Zu einfach müssen wir auf jeden Fall dann dran arbeiten, dass wir wieder dass wir in jedem Fall wieder mal deffen, weil viermal oder dreimal drei jetzt kassiert zu haben, ist echt leidig. Ist wirklich leidig. Und wir haben im Moment auch selber noch gar nicht ausgeteilt. Aber ligamäßig sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir haben die ersten beiden Spieltage gewonnen. Und auch meine Wenigkeit hat hier zweimal drei Sterne dazu beigetragen. Fand ich natürlich sehr schick. Keine Frage, aber die Sache mit dem zweiten Clankrieg oder mit dem Clankrieg noch in einem anderen Clan neben der CWL, das ist schon ziemlich heavy. Also da habe ich auch gedacht, okay, die ganze Wechselei und immer wieder annehmen, immer wieder befördern, dann wieder zurück, dann für einen zweiten Angriff. Oder man macht einfach beide Angriffe und dann gucken wir mal, wie viele Ärzte dabei rauskommen. Man muss dann ja auch, obwohl man muss, glaube ich, nicht im Clan sein. Ne? Wir haben jetzt schon schön Einsterner hier hingelegt, sehe ich gerade. Und sind hier oben aber auch noch ganz gut am Start. Gucken wir mal rein hier, Sanchez. Es gibt hier halt nicht nur drei Sterner, sondern wir sehen hier auch natürlich auch ein paar zwei Sterner auf gewisse Bases, die auch alle sehr, sehr ähnlich sind vom Design her. Das ist auch ein etwas älteres 15er Design-Dorf, hat aber die verschmolzenen Gebäude schon drin und auch schon einiges ausgebaut. Ihr seht das hier, die schönen goldenen oder rot-goldenen oder orange-goldenen X-Bögen und hat auch die Kanonen schon auf zwei, die Bogenschützentürme glaube ich auch schon einen durchgelevelt. Das erkennt man zumindest an den Kanonen hier, dass die auch so golden sind und nicht mehr so auf Level 1 so Rookie-mäßig dastehen. Aber mal sehen, wie der Sanchez das hier eigentlich machen wollte mit einem Bola Smash, okay. Soll es hier reingehen? Wie ist er equipped? Das kann man immer sehr gut sehen, wenn man hier mal auf die Helden tippt. Okay, mit Bart und Hand. Okay, das ist noch original geblieben. Was hat er beim Worden? Das Heilbuch. Ja, er hat das Heilbuch erstmal gelevelt, bevor er die Faust gelevelt hat. Okay, da sind einige natürlich anders. Da streiten sich im Moment auch die Geister. Ich weiß da auch nie genau, was mache ich eigentlich. Mache ich die Faust jetzt weiter? Ich habe sie jetzt auf 15. Tipp vom Profi war ja, die auf maximal 21 zu ziehen. Weiter erstmal nicht, also nicht auf 27 ziehen. Und dann ja das Heilbuch weiter oder aber auch das der Wutzauber, die Wutzauber-Aura von dem Worden ist natürlich auch nicht schlecht. Je nach Angriffsstrategie habe ich auch schon dran gedacht. Ich habe jetzt mit der Strategie angegriffen, Queen Charge oder Warden Walk und dann reingesmasht mit der Wurzelkriegerin. Da hat das immer wunderbar funktioniert. Da habe ich auch das Lebensbuch genommen. Da kann man natürlich auch mal super die Wutaura nehmen, dass das da alles ein bisschen schneller durchgeht. Aber schade, da war einfach ein bisschen zu viel Feuer von rechts und links, obwohl da gar nicht mehr so viel steht. Hat noch ein paar Helden hier und hat dementsprechend noch wenig da oben, kein Cleanup mehr. Da steht auch noch ein Bogenschützen, Magierturm. Okay, naja, ist aber nicht so schlimm. Selbst wenn wir hier einen Clan verlieren oder zwei, das Motto hier beim Clan Herausforderer ist im Moment nach wie vor nicht aufsteigen, sondern eher Liga halten. Wir sind hier auch leider mit einem 15er unterwegs. Also wir waren auch diesmal ein Rathaus 16 zu wenig.
Habe ich auch zu spät verpeilt. Das lag einfach daran, Leute, letzte Woche Weihnachten, dann ging es hart auf Neujahr zu. Dann war es Neujahr da, plötzlich war die Liga da und dazwischen haben wir irgendwie nichts regeln können. Viele Leute waren auch gar nicht da, die waren im Urlaub oder bei Verwandten oder Bekannten oder. Und natürlich dann gerade dann am 1.1., weißt du, da fängt die Liga an. Alle liegen noch irgendwo brach in den Betten, aber hier fängt die Liga an. Und einige hatten das halt nicht auf der Kette oder haben es nicht auf die Kette bekommen. Ich ja auch nicht wirklich, muss ich sagen. An dem Montag habe ich auch nicht gestreamt, weil es mir auch nicht so pralle ging. Naja, ist nicht so, es steht auf einem anderen Blatt Papier. In den anderen Clans sieht es ähnlich aus, also kurzer Abstecher nach Free-to-Play. Dann habt ihr mal so einen kleinen Überblick, wie wir hier in der Liga so stehen. Hier sieht es sehr, sehr gut aus, glaube ich zumindest, weil hier haben wir auch Ambitionen, dass wir die Liga hier ganz gut abschließen. Im Moment sind wir nur Fünfter, aber wir haben auch erst ein paar Angriffe gemacht. Der Gegner hat schon viel, viel mehr Angriffe gemacht, hier sehe ich gerade, und hat auch schon ein bisschen gedreiert. Okay, die könnten natürlich ein bisschen stärker sein. Ich gucke mal, wie die hier eigentlich agieren. Ich kann wieder einen 12er machen hier. Als 13er ist mir aber gestern auch nicht gelungen. Also nicht jeder Dip hier ist auf jeden Fall auch ein Erfolg. Lars hier, was hat er hier? Okay, den Erdbebenschuh genommen. Sehr interessante Kombi. Sehr interessante Kombi mit Erdbebenschuh. Lass mal gucken, das ist ja nicht so das, was man jetzt gerade so favorisiert beim King. Aber vielleicht hat der Lars hier das Event gar nicht gespielt und hat sich den Handschuh gar nicht geholt. Kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Ich habe aber auch nichts zu trinken. Ja, doch. So ist besser. So, wir schauen mal, was der Lars hier gemacht hat mit dem Flamefinger. Kommt er hier rein? Was ist hier? Hier unten ist ein Warden Walk und dann wird das ein Yeti Bowler Smash. Okay. Sehr schön gefunnelt hier, würde ich sagen. Da kannst du nur noch in die Mitte gehen. Sehr fresh. Der Warden kommt auch mit. Er hat es jetzt doch gemerkt, dass da seine Truppen ein wenig Unterstützung brauchen. Noch ist er alleine dabei. Jetzt ist sie auch aber über den Truppen. Und wir gucken jetzt mal ein bisschen härter auf den King hier mit den Erdbebenschuh. Der macht ja dann wahrscheinlich gleich so ein bisschen die Mauern da auf, obwohl die eigentlich offen sind an der Stelle. Und der ist noch nicht gezündet, der wird jetzt gleich gezündet. Oh, Doppelbombe da. Ah ja, okay, jetzt sieht man es, aber na, so viel bringt der Erdbebenzauber, wollte ich gerade sagen, der Erdbebenschuh dann auch nicht. Der hat ein bisschen an den Gebäuden da gerüttelt. Ja, der hat ein bisschen Schaden zugefügt, aber so dolle war es jetzt nicht, fand ich jetzt. Ich muss mich da auch selber mal schlau machen, was man wo equippt. Ich denke mal, je nach Angriffsstrategie nimmst du mal das und mal das. Ich werde mich da auch sehr, sehr bemühen müssen, da ab und zu mal zu wechseln, denn so ein bisschen habe ich ja schon gelevelt. Nur, was dann das Beste für mein Smash ist oder das Beste auch für meine Drachenarmee. Im Moment nutze ich immer noch zum Farmen meine E-Drachenarmee. Und das mache ich aber auch nur, damit ich nicht in so ein Muster verfalle, so nach dem Motto, ich spiele nur noch Hybrid oder sowas. Und dann spiele ich auch nur noch Hybrid und vernachlässige so die ganzen anderen Angriffsstrategien. Das heißt, ich habe im Moment immer Doppelarmee, kann ich euch sagen. Die eine Armee sieht genau so aus. Stimmt gar nicht, dass der Farmarmee hier beim, stimmt gar nicht, dass CK-Armee hier beim Avatar, beim 15er, entschuldigt bitte, dass CK-Armee beim Avatar. Und die habe ich allerdings doppelt equipped. Beim 16er sieht das nochmal anders aus. Wir wechseln nochmal rüber. Da habe ich die E-Drachen und die bespiele ich auch. Auch wenn ich die Truppe gar nicht so wirklich mag. Aber ihr seht das hier, habe ich eine E-Drachen-Armee und die nächste Armee ist halt hier ein Smash mit den Wurzelkriegerinnen. Ich habe mich da jetzt die ganzen Tage auch immer vertan. Wurzelkriegerin, Widerreiterin und jetzt will ich doch mal, ich will doch mal hier in den Shop gucken, wie die zweite Stage hier aussieht. Ja, okay, sehr ähnlich, aber sieht eigentlich ganz fresh aus. Problem ist nur, vom Winter sind wir weit entfernt. Es wird jetzt zwar ein bisschen kälter, aber es sieht leider nicht so schön aus und ich habe auch den King noch gar nicht equipped, denn den King gab es ja im Pass.
im Pass und weil mir haben halt die echt gut gefallen hier, aber der gefällt mir auch ganz gut. Ihr seht ihn auch die ganze Zeit da unten im Overlay. Auch der, wir selecten ihn mal. Ich will den nachher mal groß sehen und ihr könnt euch den dann groß angucken, wenn ich wieder im Livestream bin, beziehungsweise oder hier am Video machen bin. Ein Bauarbeiter habe ich mal wieder frei. Es wurde also irgendwas fertig, wahrscheinlich ein Bombenturm oder sowas. Ich blicke da auch schon bald nicht mehr ganz dran lang, aber die Laufzeit ist halt auch extremst lange hier im Rathaus. 16 Bereich, aber so sieht es eigentlich ganz gut aus. Meine Helden sind gehen so ziemlich Richtung Max. Ja. Die Gladiatoren werde ich jetzt als nächstes auf 45 ziehen und dann ist auch der King dran. Das, der Fuchs muss auch noch 3 Level leveln, aber irgendwo sind mir denn auch so ein bisschen die Ressourcen hier ausgegangen. Ihr seht, ich habe jetzt auch kein Buch mehr. Ich habe aber auch keins gekauft, glaube ich, weil ich jetzt erstmal auf 2 Bücher aus dem Pass warte. Und es gibt ja vielleicht diesen Monat noch was in den Clanspielen, beziehungsweise hier in den Herausforderungen. Die muss ich auch noch spielen. Die eine Herausforderung hier unten habe ich erfolgreich gespielt. Die neue kam jetzt heute für mich erst raus. Da muss ich erstmal bei den Pros gucken, wie die das geschafft haben. Ist aber auch eine Bilderbase. Okay, es gibt Gems und es gibt hier, na, die ist nicht schlecht, wenn man das denn auch mal ein bisschen nutzt. Okay, Leute, alles nicht so einfach. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob eure Clans genauso agiert haben. Also CWL in einem Clan und zusätzlich noch in einem anderen Clan. Deswegen haben wir, glaube ich, auch alle so eine Flagge hier. Ich gucke mal gerade zugelassen in. Ah, ne, haben wir nicht. Und zusätzlich noch in einem anderen Clan die. Oder einen Clankrieg spielen, um hier halt die möglichst größere Beute noch rauszubekommen. Ich denke mal, während einer Woche kann man locker dann nochmal 2 Clankriege woanders spielen, wenn die Suche nicht 24 Stunden dauert, sondern relativ zügig geht. Oder man spricht sich halt mal mit deutschen Clans ab. So, Leute, wir sind 40-40, wir suchen zur gleichen Zeit, dann werden wir, ist das auf jeden Fall, ist das, ist es auf jeden Fall größer, dass man sich dann trifft und zusammen matcht. Dann muss man sich unter Umständen die Medaillen teilen oder irgendein Clan, klar, gewinnt, der andere verliert und bekommt entsprechend weniger Erze. Wenn euch die Folge ganz gut gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderprächtig, wollte ich gerade nicht sagen, das ist ja geschützt, ein wunderschönes Wochenende und dann sehen wir uns in weiteren Videos und in den Livestreams. Bis dahin, Leute, euer Toto. Clashed.